Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer temporärer Planungsfox. Da geht hier noch ein Spaß. We do things now. Interesting things, aber wie tun die now? So wie smart bin ich, dass ich hier keine Leiter nach unten gebaut habe. Kann mir jemand diese Frage beantworten? Nein, kann man mir natürlich nicht. So. Also. Ich hätte ihn gern bitte gedreht. Geht schon mal nicht. Sehr gut. Ich möchte das Wasser, was hier rauskommt, und dann hier eigentlich technisch gleich dafür benutzen. So, jetzt lautet mal eine Frage, ne? Use Blueprint. Halt übermäßig groß. Gerade so. Also, naja, eigentlich könntest du ja auch. Passt da nicht rein, ne? Ich könnte die Luft doch einfach nach unten drücken, ne? Das wäre halt auch noch so eine Möglichkeit, wo ich dann sag so, you know what? Fuck it. Geht die Luft halt einfach raus. Aber wird auf Dauer zu warm. Ich glaube, den Bereich will ich hier gar nicht wärmen. Also will ich das? Weiß ich nicht. Ich kann überlegen, wo ich denke mir so, will ich das abisolieren? Will ich das nicht abisolieren? Da hänge ich gerade noch. Also habe ich hier Wasser. Wenn ich das hier am Laufen habe, habe ich Wasser. Also sollten wir die Jungs auch erstmal machen lassen. Habe ich vielleicht zu groß gedacht? Hätte ich kleiner denken müssen? In Ebenen denken müssen? Hier die beiden dann da? That's my problem. Denke ich zu groß? Weil ich brauche ja eigentlich... Is that my problem? Das klingt jetzt hart, aber ist das tatsächlich vielleicht mein Problem? Was macht sich Zinn eigentlich? Ach, ich wollte gerade sagen, der wird niemals überhitzen, weil es ist scheißen kalt da draußen. Sollte es vielleicht bewusst kleiner bauen. Ich glaube, es ist vielleicht smarter am Anfang, einfach eine kleinere Lösung zu haben, anstatt gleich so eine große. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr komprimieren und dann sagen, hey, that's it. Dann habe ich aber immer noch wie so häufig nichts gewonnen, denn der Sly muss ja mit der Leiter nach unten. Und das kann er nicht, wenn er das Wasser nicht passend abschottet. Damit das nicht passiert, darf das Wasser hier zwar überall hin, aber... muss verhindern, dass es überall hingeht. So, dann kommt er hier rüber. Das habe ich aber, ist vielleicht einem aufgefallen, folgende Problematik. Ich habe keine Batterie hier drin. Das ist schlecht. Und jetzt gut, hier oben habe ich zwar meinen Deko-Schiddelit, aber mein Deko-Schiddelit hilft mir nicht. Ich kann die Batterie noch nach unten setzen. Sowieso sehr viel Luft, also ich könnte hier noch anderes hinsetzen, aber das wird abgepumpt in kleinen Mengen, wird durch die Gegend geführt, wärmt das langsam auf, den ganzen Bereich kommt hier rein, wird umgewandelt, nimmt den Raum wieder ein bisschen Wärme, ich meine, ist mir egal, das bisschen. Ja, ja, why not? Ich meine, irgendwie... Das sind isolierte Ziegel. Achso, die sind schon angewählt. Jetzt könnte ich hier ohne Probleme eine Batterie bauen. Eine Batterie wird aber eigentlich normalerweise immer mitgekühlt.
Ah, so wichtig ist das nicht. Eine Batterie brauche ich. Hilft nichts. Ich komme nicht drum rum, wenn ich es nicht tue. Ich muss eine reinbauen. Apropos, ich muss eine reinbauen. Jetzt wird es ja noch viel lustiger. Pass mal auf, ich muss ja auch ein Starkstromkabel hier irgendwo reinlegen, ne? Ohne das läuft ja gar nichts. Denn wir haben hier drin Starkstrom. Funny. Moment. Ich kann den nicht damit anschließen? Interessant. Why not? Und jetzt hänge ich wieder mit derselben Problematik davor, dass ich das Gefühl habe, guck mal, jetzt denke ich zu klein. Denn vielleicht fällt es einem auf, what's missing? Ich habe keinen Stromverteiler hier drin. Und ich brauche einen Stromverteiler. Auf Gottes Verrecken brauche ich einen Stromverteiler. Okay, also, pass auf, wir machen den doch ein bisschen größer. Hopefully. Den wir hier schon wieder Kacke machen. So. Fällt der hier runter, hier mit dem isolierten Ziegel, das da runter, läuft dahin, passt. Wird nicht schön sein, aber wir müssen es einfach nur richtig stellen, sehe ich gerade. Dann haben wir da auch weniger Probleme. Ganz in der Ecke interessiert sowieso keinen, wie der Petroleumboiler da steht. Die anderen Sachen sind relevanter. Und dann haben wir auch Platz plötzlich für Deko. Warum Deko? Es ist schon hässlich da drinne. Wenn dann aber doch mal jemand reinläuft, dann ist es nicht gleich erschlagend hässlich, sondern nur bedingt hässlich. Keine Ahnung, ob einer was damit anfangen kann. So, ich habe keinen Verteiler. Das glaube ich technisch auch vollkommen okay. Hält kein Hahn nach. Die beiden. So. You know what? Nee, auch nicht. Ich stelle die beiden eiskalt nebeneinander. Ich weiß nicht, ob ich gleich alle drei brauche, aber ich glaube, zukunftstechnisch gesehen ist es smart, wenn ich alle drei gleich baue. Und jetzt brauche ich einen Verteiler dazu. Weil irgendwie muss ich den Strom rauskriegen. Und ohne den hilft nichts. Habe ich zwar noch nicht geforscht, den großen, aber warum eigentlich nicht? Machen wir gerade Forschung. Was haben wir denn? Strom? Wo ist er denn? Da ist er. Plastikfertigung fühle ich noch nicht. Ja. Müssen wir. Praktisch. Salzwasser. Vielleicht noch nicht. Ja. Schadet nicht, auf die ersten Dinger zu kommen. Okay. So, dann kommt das Wasser hier runter, läuft hier hin, wird abgepumpt, läuft dahin. So, was haben wir hier? Wir haben hier technisch. Könnte ich immer noch Batterien anschließen? Ich hätte hier immer noch Platz für Dinge. Also gehen wir mit dem Kram so rein. Natürlich. Genau so fühlen wir das. Und dann gehen wir mal. Hallo. Was haben wir jetzt gebraucht? 10 Minuten. 10 Minuten zum Erklären, wie ich etwas bauen will, was ich hoffentlich auch so hinkriege, wie ich möchte. Ein großartiger Plan. Wir können erstmal mit Wasserspeicher reingehen. Bin ich jetzt unfähig, Rohre zu legen? Die Antwort lautet ja. So. Damit das ein bisschen schneller geht, mache ich hier unten noch auf.
Dann sollten meine Jungs eigentlich relativ fix mit dem Kram zurechtkommen. Und dann habe ich eigentlich eine relativ gute Wärmequelle. Jetzt werden erstmal Rohre gelebt. Hallo. Rainer. Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. So, was haben wir hier? Wir haben noch einen Zopfenhahn, Baby. Viel Spaß. Aber die müssen doch hier... Glaube ich, ne? Die freuen sich doch und ziehen daraus Ethanol. Irgendwas machen die doch. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt reichlich zu tun. So, und ich glaube, das ist jetzt auch tatsächlich das erste Mal der perfekte Zeitpunkt, wo wir wirklich sagen können, wir werden nach der Folge einen Cut machen, weil das hier muss erstmal gebaut werden. Und ich sehe jetzt aktuell nicht, wo wir gerade den großen Progress herkriegen, der zu beobachten. Wo es relevant ist, dass ihr mir zuschaut. CO2. Dauert, bis er oben ist. Ich habe mittlerweile ja so ein paar kleinere Stellen reingebuddelt, damit Sauerstoff besser hoch kann. So, die hier möchte ich irgendwann auch mal abgeschlossen haben. Warum? Naja, damit der Sauerstoff hochgeht und das CO2 fällt. Ich will das halt einheitlich haben. Ne? Das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich sage, damit das Gas nach oben steigt, you know, hier ist nur CO2 drinne, hier ist nur CO2 drinne, life's good, geht hier hoch. Die fallen auch, die haben keine andere Wahl. Sauerstoff orientiert sich immer nach oben. Guck mal, hier haben wir auch die Problematiken. Aber so kommen wir dann alles dran. Und das passt dann. So, hier wird dann passend abgemolken. Abgemolken, Leute. Aber ihr wisst, was ich meine. Genau, sonst ist Mapo. Und hier mache ich auch noch ein CO2-Feld von. Da gehe ich ein bisschen runter, auch wenn hier Sauerstoffklumpis sind. Aber hey. Oxylit kann immer mitgenommen werden. Wir haben die Forschung ein bisschen angeschmissen. Auch sehr schön, dass... das Rad gerade wieder aktiviert wird, obwohl ich ja eigentlich ein Automationsgesetz habe, der sagt, hey, schmeiß mal an. Ich meine, dafür ist der Junge ja da, ne? Genau. Ich finde es erstaunlich, wie viele Eier diese Viecher legen. Also die geben nachher bestimmt, ich glaube, wenn die sterben, geben die Fleisch, oder? Ja. Ich will mich nicht beschweren, sollen die sich mal ruhig reproduzieren, als gäbe es keinen Morgen? Im Zweifelfall ist das alles für mich Top-Nahrung. Und hier haben wir minus 5 Grad. Minus 10 Grad. Nur noch minus 20. Sehr schön. Es wird zwar geforscht, als gäbe es keinen Morgen, aber das ist ja der Plan. Genau. So, und hier baue ich sozusagen den nächsten Kühlschrank vor. Ja, die Forschung braucht jetzt natürlich ein bisschen. Also es nimmt Zeit, ne? Aber schauen wir mal an. Dann hätten wir hier einen stabilen Stromproduktion. Wasser bewahre ich auf. Sobald ich eine größere Menge an Wasser habe, würde ich Richtung Sauerstoff gehen. Den Sauerstoff würde ich wahrscheinlich auch relativ ungekühlt sowieso. Ich würde zwar die Sauerstoffproduktion abisolieren, aber den Sauerstoff, der da drinnen produziert wird, einfach gar nicht kühlen und so durch die Base schicken. Schön mit Granit, damit die Wärme sich überall verteilt. Ich brauche gerade keinen Duplikanten. Alle Tiere müssen hier hin, es tut mir leid. Vorausgesetzt, die haben die Zeit dazu, weil im Moment, wenn was gemacht wird, wird... Ich möchte die Kühlschränke erst bauen. Und, die hier müssten einmal gesext werden, weil das Oxalit ist. Oxalit hat eine Prio.
wird einmal rausgeholt. Auch die Kollegen werden einmal schnell gebaut, weil ich möchte auch die Kühlschränke haben. Ja. Denn ich glaube, daran wird es nicht so schnell mangeln. So, also kriegen das hier alles eine 6, damit wir das hier immer schnell fertig haben. Und hier oben, ihr seht ja, es läuft. Wir haben jetzt hier ein ganz entspanntes Leben. Ja, ich meine, ja, Strom haben wir. Da seht ihr, es wird kurz warm hier. Wir haben hier so leichte Plusgrade. Vielleicht bis 70% einmal. Lass die Batterie mal ein bisschen voller laufen. Guck mal, 6, 7 Grad. Ich spüre hier schon fast ein mildes Klima. Es wird. Zack, die Kühlschränke sind fertig. Gradation, wenn sie Sauerstoff, also wenn sie jetzt Lebensmittelprobleme haben, Jungs, kann euch keiner mehr helfen. Guck mal, hier ist gar nichts. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben hier auch tatsächlich jetzt puren Kohlenstoffdioxid. Ja, hier ist nichts anderes mehr. Das bisschen Sauerstoff, was hier noch ist, das kommt von alleine hoch. Gut, die beiden reißen wir noch ab, damit er auf jeden Fall oben ist, aber danach sind wir durch. Hier kommt CO2 jetzt auch so langsam wieder an den Pegel. Das ist auch so gewollt. Wenn, glaube ich, hier einmal... Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo einer hinkommt. Unerreichbare Baustelle wahrscheinlich. Magmetit. Oh, wir haben Leitern aus Magmetit gebaut. Oh. Excuse me, ich brauche Magmetit. Da kommt ja keiner an. Was habe ich das denn gemacht? Haben wir natürlich auch alles am Laufen, ne? Forschung, Co., Granit, gib ihm. Na gut, dass wir gleich das Magnetit da haben. Muss ja auch erstmal alles umbauen, ne? So, Lebensmittel sind also jetzt erstmal nicht das Problem. CO2 ist hier drinnen gefangen. Das heißt, es ist tiefgekühlt, ist genug Lagerfläche, es steht in Kohlenstoffdioxid. Das läuft. Das läuft. Ja, und dann wird es echt ein Sprung, indem wir dann das erste Mal sehen, wie wir das hier aufgebaut haben und dann nachher einmal umcutten. Die Forschung wird jetzt erstmal anlaufen. Ich finde es ja so gut, nur, dass man sieht, was geforscht wird. Ne? Haben so nice gemacht. Wirklich. Das ist mal ein schöner Fortschritt. Kleiner Dünger. Aber hallo, werde ich Dünger nehmen. Mal sowas von. Ich bin mal wieder erstaunt, wie viel... Also, eigentlich müsste es einen Räumer hier reinbauen. Die sind echt ergiebig, die Viecher. Ich hatte erst Sorge um Erde, aber seitdem die laufen, läuft es wirklich gut. Strom habe ich nicht das Gefühl, dass mich erstickt. CO2 fällt relativ schnell ab. Ich hatte das Feeling, dass das schon was bringt. Müsste die ganzen Räume eigentlich hier den ganzen Kram nach oben legen, ne? Auch nochmal einen separaten Raum. Alles, was irgendwie Wärme erzeugt, ne? Alles nochmal in so einen Kram. Weil hier unten ist mir nicht geholfen damit. In diesem Bereich muss ich sowieso auf kurz oder lang irgendwann mal verdammen, nennen wir es so. So. Ich glaube, wir sind auch jetzt relativ gut dabei.
Leiter haben sie halt unglaublich schnell ausgelegt, ne? Ihr seht das, wie schnell die Leitern waren. Immerhin haben wir jetzt genug Magnetit, da brauche ich mich jetzt gerade nicht beschweren. Aber. Rebuilding. Okay, wir bauen 6, weil. Am Wunder ist das, warum bauen wir denn das jetzt plötzlich so schnell? Ich sehe warum. Mich eben schon gewundert, warum manche andere Dinge so fix gehen. Aber dann kann der zerlegt werden. Genauso wie der hier. Die brauche ich dann alle nicht. Nicht gerade gesagt, dass der weg muss? Weil wir haben ja oben jetzt alles. Strom ist ja auch schon angeschlossen. Also ja, eine gute Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut, euer Sly. Ciao.